Ja, hallo liebe Bahnsportfreunde bei Bahnsport.tv, ich bin's wieder, euer Bernie. Tja, sensationelles letztes Wochenende. Die Trans-MF Landshut Devils haben Kolejarz Metalik Ravic geschlagen mit 60 zu 30 in dem ersten Playoff-Rennen. Jetzt reisen die Trans-MF Landshut Devils mit 30 Punkten Vorsprung nach Ravic zur Rückrunde. 30 Punkte, großer Vorsprung. Und ja, wenn die Trans-MF Devils morgen dann ihren Sieg nach Hause fahren können oder den Punktevorsprung verteidigen können, stehen sie natürlich im Finale um die Meisterschaft der zweiten polnischen Liga. Wer das sein wird, wissen wir noch nicht, denn es steht ja noch die Rückrunde aus zwischen Kolejarz Opole und Daugava Pils. Tja, wer geht morgen dort an den Start? Und da wollen wir erstmal schauen, wer geht dort überhaupt an den Start und wo gibt es das überhaupt morgen zu sehen? Zweite polnische Liga, Playoff, zweite Runde, 11.09.2021, 15 Uhr, Ravic, Polen. Und Kolejarz Ravic geht an den Start mit Keenan Roo. Damian Balinski, Matthew Gilmore, Simon Schlauderbach, Damian Drozd und Oliver Buschkewitsch. Eine Reserve ist auf Platz Nummer 15 noch nicht gesetzt. Die Landshut Trans-MF Devils gehen in das Rennen mit Kai Huckenbeck, Nick Skoyer, Valle Valentin Grobauer, Dimitri Berger, dem Mannschaftskapitän Martin Smolinski und dem Youngster Norik Blödon. Auch hier ist die Reserve noch nicht gesetzt. Das Ganze könnt ihr sehen am Samstag, 11.09.2021 bei Niederbayern TV Landshut live ab 14.45 Uhr. Und unsere polnischen Freunde können das Rennen verfolgen beim Motowizja Polen, auch über Satellit zu empfangen, auch ab 14.45 Uhr. Wir wünschen natürlich den Trans-MF Landshut Devils viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen. Und dass ihr alle wieder heil zurückkommt, Jungs. Ja, Freunde, und das war's dann jetzt erstmal mit den Ankündigungen für heute hier von Bahnsport TV. Ich möchte euch auf jeden Fall bitten, wir drücken den Trans-MF Landshut Devils ganz, ganz fest die Daumen. Wer die Möglichkeit hat, nach Ravic zu fahren, das Rennen dort live im Stadion anzuschauen, der sollte sich ins Auto schwingen, dorthin fahren. Karten dort wahrscheinlich für diese Veranstaltung zu kriegen, wird einfacher sein wie hier bei uns. Auch den Schlachtenbummlern, die mit dem Bus jetzt morgen dann nach Ravic reisen, morgen früh ab 3 Uhr, wünschen wir natürlich viel Spaß. Und ja, das war's dann wieder mal für heute hier von Bahnsport TV. Und bleibt bitte alle gesund. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage mal Tschüss, bis die Tage und demnächst. Euer Bandy von Bahnsport TV. Ciao und bye bye, bis demnächst.